ich ja nicht verheimlichen. Natürlich war ich auch traurig, wenn ich mal oft nicht im Kader war und so. Aber ich habe immer Gas gegeben im Training. Ich würde mich immer verbessern. Ich mache das ja für mich, so denke ich immer. Und ich will ja besser werden. Und so bin ich in jedes Training gegangen. Und für mich war halt wichtig, oder ist wichtig, dass ich Gott sei Dank nicht verletzungsanfällig bin und das ganze Jahr fit war und das ganze Jahr mitgemacht habe. In so einem schweren Jahr lernt man sehr viel. Und jetzt schätzt man, glaube ich, immer noch so Siege. Nach dem Spiel schätzt man umso mehr, ne? Weil man die letztes Jahr so wenig hatte. Ja, finde ich schon. Kann von jedem Trainer, denke ich, was lernen. Aber wenn ich jetzt so einen Trainer sagen musste, dann war es bisher Dieter Hecking. Und momentan halt wegen dem System auch von unserem Trainer, der Markus Anfang. Da lernt man halt enorm viel, auch was jetzt den Schulterblick oder so angeht, weil man ja trotz schon mehr in der Mitte spielt. Ja. Das sind halt so Sachen, das finde ich immer ganz spannend und deswegen macht mir Fußball auch so Spaß. Ne? Einfach so die Lockerheit, so egal wo du hingehst, zum Bäcker oder wenn du durch die Stadt gehst, einfach so die Freundlichkeit und die Lockerheit der Menschen. Und mir gefällt auch die Stadt an sich, die Restaurants, im belgischen Viertel oder so, das ist so, wo ich gerne was essen gehe oder bei mir im Rheinauhafen so. Ich finde, das passt einfach. Es gibt richtig schöne Ecken, es gibt ruhige Ecken und es ist ein schöner Mix, finde ich. Und wenn man jetzt zum Beispiel so mal Lasse fragt, also der kommt aus Hamburg, der sagt, da ticken die Leute halt ganz anders. Ne? Und ich kannte das so auch nicht, so in Braunschweig, Wolfsburg jetzt wie hier. Und mir gefällt das, mir macht das Spaß. Ehrlich, ich muss echt sagen, so die Lockerheit und so Spaß am Leben, ne? Das ist für mich auch ein ganz großer Faktor, dass man so Spaß im Leben hat, auch außerhalb vom Fußball ist so einfach. Und das zeichnet die Stadt einfach aus für mich. Und der Zusammenhalt auf jeden Fall. So im Verein, so alles, wie es da abläuft. Das Familiäre, das ist für mich so ein wesentlicher Aspekt. Auf jeden Fall. Hier klicken, da klicken, hier kommentieren, da klicken. Ihr macht das schon.